Hi, Andrzej hier für tabletblog.de. Ich bin gerade auf dem Showstoppers-Event auf der IFA und nehme eine ganze Menge Essen und Trinken. Gibt es ja auch von ViewSonic ein paar Tablets. Zum einen, das hier ist ganz neu, ist noch nicht so alt. Kennen wir zwar schon von ein paar Bildern, aber wurde erst vor ein paar Tagen angekündigt. Das ist das ViewSonic ViewPad 7e. Es soll ein sehr günstiges Tablet sein. Der Pressesprecher sagte mir gerade, so um die 150 Euro, das ist das Ziel. Und dafür ist das Tablet eigentlich ziemlich nett. Erstmal, wir haben hier ein 7 Zoll Display, 4:3 Format, wie das iPad. Und in diesem Tablet steckt ein 1 GHz Single-Core-Prozessor, aber ein 1 GHz Cortex-A8-Prozessor. Wir haben hier Android 2.3 Gingerbread drauf, wenn ich mich nicht irre. Tatsächlich. Aber das fällt nicht so auf, denn wir haben hier diesen 3D-Launcher. Den kennen wir auch schon von aus einem Test, kann man sich auch so kaufen und auf jedem Android 2.x-Tablet installieren. Und wie ihr seht, ist das ziemlich schnell. Es ist ja auch ein 1 GHz Cortex A8 für 150 Euro. Dann gehen wir schnell um die Anschlüsse hier herum. Das hier oben dürfte eine Webcam sein. Wir haben hier diese vier typischen Android-Buttons. An der Seite haben wir einmal so einen Walker-Switch für die Lautstärke, einen Power-Button. Hier haben wir einen Anschluss für das Netzteil. Das ist Mini-USB-Anschluss und Mini- oder Micro-HDMI-Ausgang. Hier hinten haben wir, das sieht wie ein Micro-SD-Karten-Slot aus. Sonst weiter nichts. Und hier unten den Anschluss für das Headset oder Kopfhörer. Hinten haben wir sonst nichts. Doch, da haben wir auch eine Kamera. Ich schätze so 2 Megapixel, ich bin mir nicht ganz sicher. Und ja, es ist nicht das Leichteste natürlich, obwohl es doch recht gut in der Hand liegt. Es ist ziemlich dick, wie ihr sehen könnt, alles aus Plastik. Es soll eben ein Einstieg-Tablet sein. Das Display ist übrigens resistiv, Auflösung dürfte 800x480 Pixel sein, wenn ich mich nicht irre. Das steht in der Beschreibung. Wie gesagt, resistiver Touchscreen. Der Accelerometer hier, der ist eigentlich ziemlich relativ schnell für so ein Tablet. Ich meine, es gibt Terra 2 Tablets, die länger brauchen. Zum Display. Man kann ihn auch so ganz normal mit dem Finger bedienen, den Touchscreen. Ihr seht, das funktioniert wirklich gut, aber natürlich auch den Fingernagel oder ein Stylus für resistive Touchscreens. Das wird natürlich auch gehen. Ja, und am 4:3 Format sieht man schon, welche Zielgruppe das sein soll. Hauptsächlich Leute, die damit lesen wollen, die E-Books mit dem Kindle Reader lesen wollen und so weiter. Wir scheinen hier keine... Nein, wir haben ja auch Internet, das schauen wir uns gleich mal an. Es scheint hier keine Google Apps zu geben. Schauen wir mal. Nee, kein Gmail, kein Google Market. Aber von ViewSonic gibt es so einen eigenen App Store. Starten wir mal Angry Birds. Es müsste natürlich laufen, ne? 1 GHz Cortex A8 Prozessor. Das war das iPad 1. Also dürfte auch Angry Birds hier drauf ohne Probleme laufen auf einem 150 Euro Tablet. Natürlich ist Angry Birds mit einem resistiven Touchscreen nicht ganz so schön. Ich meine, es gibt auch Multitouch, resistiver Touchscreen und Multitouch, wie wir gerade gesehen haben. Aber Angry Birds läuft flüssig. Ja, den Launcher hier, wie gesagt, den kennen wir schon, nichts Neues hier. Es gibt ein paar nette Widgets. Wir können uns auch hier nochmal den Open Browser. Ach, das ist aus Flickr, also sind die Bilder dann aus Flickr reingezogen. Schauen wir uns auch gleich mal das Internet an, den Browser, wie man scrollen kann. Aber ich befürchte, dass der Empfang hier nicht der beste ist. Ich meine, hier sind ungefähr ein paar hundert Leute im Internet gleichzeitig. Na, es lädt. Und mal schauen, wie gut man hier mit scrollen kann. Ja, es scheint die mobile Seite doch, da können wir, doch, das funktioniert. Ist doch ganz gut für ein 150 Euro Tablet. Mein resistiver Touchscreen, wie gesagt, ist nicht perfekt, aber es geht auch mit dem Finger, man muss nur ein bisschen doller drücken.
Ja, das ist das ViewSonic ViewPad 7e, ganz neu, soll für 150 Euro auch in Deutschland erscheinen, wird ein Einsteiger-Tablet sein, aber ich denke, für den Preis ist es doch ein ordentliches Tablet.